Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf. Wir spielen weiter Hearthstone in der Arena. Oh, wir haben letzte Folge hier angefangen mit dem Priester. Und haben eins verloren, eins gewonnen. Und das Gewonnene, da bin ich mir nicht ganz sicher. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Gegner da dachte, wir gewinnen das jetzt locker. Oder ob er irgendwie vielleicht Hausaufgaben machen musste. Oder seinen Anzug aus der Reinigung holen musste, man weiß es nicht. Ich hab mir hier einen Bananen-Apfel-Smoothie gemacht. Geil, ne? Banane rein, Apfel rein, bisschen Wasser. Los geht's. Hammer lecker. Und sehr gesund. Ein bisschen Obst. Boah, Technik ist eigentlich sehr, 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 sehr schlau und angenehm. Wir lassen mal den Yeti da. Weil der auf Turn 4 ganz schlau ist. Alles andere hier ist, alles hier ist kacke eigentlich. Alles hier gerade ist kacke. Lass uns mal Hallo sagen. Ah ja, mhm. Gut, spielen wir den Fairy Dragon. Den kann er zumindest nicht mit dem Zauber wegmachen. Und wenn er den nicht buffen kann und wir den töten, dann kann er den auch nicht finishen mit seiner Heldenkraft. Das ist was Gutes. Wir brauchen jetzt mal hier einen Drachen. Habe ich gesagt. Yes! Okay. In letzter Zeit ist die Drachenausbeute sehr, sehr gering ausgefallen. Sag mal, überlegst du, was du mit deinen zwei Mana anfangen sollst? Okay. Oh, das hat sich gelohnt. Das hätte ich dir auch in den ersten 3 Sekunden sagen können, du Arsch. Okay, ist nicht so schlimm. Ich kann ihn nicht heilen, ich weiß das. Ich weiß das. So, nächste Runde. Yeti, wenn alles nach Plan läuft. Das finde ich jetzt weniger gut. Dann würde ich sagen, gehen wir Face. Oder? War das jetzt dämlich? Könnte sein. Oh je. Ja. Gut, das haben wir uns schon gedacht. Geben wir Minion plus 1 Attack. Ja, so ein Fairy Dragon ist ganz schön geil. Eigentlich gegen den Mage, ne? Das muss man ja sagen. Eine Holy Nova. Sollen wir die direkt? Ja. Wir haben ja 2. Die zweite wird schon noch kommen, wenn wir sie brauchen. Oh, und der Dragon ist wieder geheilt. Geil. Aber wir können ihm das hier nicht geben. Das wär richtig gut. Wenn wir ihm jetzt Whirling Blades draufgeben könnten. Oh, schade. Wir könnten ihn spellbreaken und dann Whirling Blades draufpacken. Das wäre ein krasser Move. Das wäre ein richtig krasser Move. Oder wir machen es so. Ist das so dumm, was ich da gerade mache? Nein. Wir sind halt nur Todes auf Mana-Kurve. Des Todes. Hätten wir vielleicht eher den Lord of the Arena einfach spielen? Ich weiß es nicht. Oh. Den könnten wir damit wegkriegen, ne? Ich glaube, das ist ein guter Move. Zack. Zack.
Es ist ein Hin und Her, ne? Ein Geben, ein Nehmen, ein Hoch, ein Runter. Hier kann echt alles passieren. Oh, shit. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Uns fehlt... Wenn wir den heilen auf 5 und ihm dann das Leben verdoppeln... Mhm. Zack. 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 Und ich weiß, Face gehen ist nicht schlau. Aber ich musste es tun. Oh Gott, ich hätte ihn eigentlich töten sollen. Was kommt jetzt? Polymorph? Force Tank? Geil. Haben wir hier noch irgendwie direkten Schaden? Gerade nicht, ne? Den heilen bringt jetzt nicht so viel. Wir könnten den hier silencen. Doch, den heilen bringt ganz schön viel. Wenn wir den auf 6 bringen und dann den Shrinkmeister benutzen, können wir den hier weghauen. Nice. Okay, wir müssen ihn bloß silencen. Wir hätten es mit dem Spellbreaker machen können. Aber so. Zack. Können wir noch Mind Games oder Piloted Shredder? Mind Games oder Piloted Shredder? Es ist irgendwie safer. Das ist ein sticky Minion. Dass der jetzt hier stirbt, ist natürlich ein Problem in der heutigen Gesellschaft, ne? Hätten wir Face gehen sollen? Hätte noch 2 Leben gehabt. Hätte das Ding noch gespielt. Ah, ich glaube, wir fahren da eigentlich ganz gut. Könnten ihn silenzen. Den taunt. Der schreit natürlich dann auch, jetzt gespielt zu werden, ne? Lass mal gucken, was wir hier kriegen. Ach komm! Sowas? Ja, was ist denn? Haben Sie etwas für mich? Oh oh, Flame Strike. Oh oh. Oh oh. Bitte nicht. Bitte nicht. Shit! Und der Brewmaster für 1 Mana. Scheiße. Gut. Da würde ich sagen: volle Banane voraus. Oh, wir könnten ihn sogar töten. Machen wir auch. Wäre ich Face gegangen, hätte er den jetzt hier reingehauen in den Stormwind Champion. Heldenkraft. Dann wäre der Kapaiser gewesen. Das immer zuerst die Karte ziehen, weißt du doch eigentlich. Was denn jetzt? Was hatte er vor? Oh, nicht, dass der jetzt irgendwie... Ja, siehst du? Ich hab nichts zum Heilen. Es ist alles full life. So, was ist jetzt? Wieder ein Flamestrike? Dann weine ich. Dann weine ich mich in den Schlaf. Ich hätte jetzt auch einen removen können, ihn wieder heilen können. Oh. Nein. Ja, genau. Ah, shit. Ah, shit. Oh nein, Leute! Das sieht nicht gut aus.
Hätte ich bloß Karten, dann wäre das vielleicht nicht so schlimm. Was? Oh. Was ist das jetzt? Crazy Alchemist. Okay. Also wenn ich jetzt noch eine Holy Nova... Das ist keine Holy Nova. Gut. Ist aber auch nicht scheiße jetzt. Es ist nicht scheiße. Die Cabal Shadow Priest. Die kann Sachen. Guck mal, die drei Leben, die müssen wir doch noch irgendwie wegkriegen. Er geht echt Face? Weil er Deathwing hat! Weil er Deathwing... Und ich kann nichts machen. Nicht dein Ernst, Digga. Oh! Meine Taunts sind, glaube ich, alle raus. Wieso haben alle, gegen die ich jetzt gerade diese Arena spiele, irgendwelche Legendaries dabei? Das kann doch nicht sein. Na toll, jetzt bin ich nächste Runde tot. Ja, kein Removal und nix. Ja, toll. Ein Schaden mehr. Hätte ich jetzt irgendeinen Minion? Warte mal. Nee, dann hat er ja. Warte mal. Spell Damage plus 1. Ich meine, ich bin ja jetzt eh tot, ne? 12 plus 3 ist 15. Ja, ich könnte mich ein hochheilen. Warte mal. Nee, 12 plus 3 sind 15. Er kann 16 machen. Ich könnte auf 17 gehen. Wenn ich dann nächste Runde ein Minion kriege, wo ich weil jetzt Chosen drauf machen kann, dann könnte ich Holy Nova machen, er wird tot. Oh mein Gott. Ich wollte gerade probieren, ob man, wenn man auf einen seiner Minions das macht, hier Valence Chosen, ob ich dann den Spell Damage vielleicht kriege. Aber das ist ja eigentlich Quatsch, ne? Nee, das ist ja dann der Minion und so. Okay, das könnte trotzdem noch klappen. Das könnte trotzdem noch klappen. Das könnte trotzdem noch klappen. Irgendein kleiner Minion. Irgendwas, was klein genug ist, damit ich noch genug Mana... Nein! Ah, 3 plus 4 ist 7. Shit. Hätte aber auch nur 2 Mana kosten dürfen. Ich glaube, da haben wir gar nichts von. Ich meine, ich teste das jetzt. Ist natürlich eigentlich Quatsch. Nee, 2 Damage. Okay, ja, komm mal. Schade. Schade, schade, Popade. Das wäre doch der Sieg gewesen dann, aber nein. Der feine Herr hat auch einen Deathwing dabei. Na, na klar, kein Problem. Kann ich schon verstehen. Es wird wieder so ein richtig schön kurzer Arena-Run. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Aber ich fand das Spiel ganz spannend. Ihr hoffentlich auch. Noch ein Priest. Lass uns sie mal rausnehmen. Divine Spirit kann manchmal am Anfang auch gute Sachen machen. Wir hätten eine zweite Klerikerin gebraucht. Sehr gut gebrauchen können. Inner Fire. Da spielen wir die Tante jetzt aus und lassen den Buff verfliegen. Ich würde sagen, ja, weil, naja. Obwohl eigentlich... Nö. Obwohl, wenn er jetzt in der Feier darauf haut... Dann hätte sie auch nichts geholfen. Siehst du? Portziel. Und der eine Schaden. Jetzt ist es der Piloted Treader, der hier Sachen machen soll, bitte. Hoffentlich überlebt er das. Aber na klar. Oh, ein Us.
Oh. Okay. Shrinkmaster. Würde es uns ermöglichen, den Nacken hier zu töten, ohne dass der hier stirbt? Obwohl, den nicht. Doch, den auch. Ich überlege noch, wie man vielleicht sieht. Wir könnten uns das auch klemmen und Dragon Link Mechanic spielen. Dann wären wir nicht so richtig mana-mäßig unterwegs. Nicht cool mana-mäßig unterwegs, aber... Was kriegen wir denn darauf? Ein Wölfchen. Okay. Nee, in der Feier auf die Tante nicht. Das... Zumindest jetzt noch nicht. Nächste Runde könnten wir ihr Divine Spirit draufhauen. Und in der Feier. Jetzt ist natürlich der Trog-Penner da. Er kriegt immer plus 2 Attack pro Zauber. Das ist viel zu viel. Wenn wir sie jetzt spielen, können wir die beiden nutzen, um den Trog wegzuhauen. Wenn wir ihn silenzen, haben wir ein Mana zu wenig. Wir könnten auch die Shadow Priest holen. Mit der Shadow Priest den hier holen. Oh, wir haben die Combo. Damit können wir natürlich auch krassere Sachen noch holen, ne? I must choose quickly. Hauen wir das Ding weg oder holen wir uns den Roboter? Ich habe mich entschieden. Und wahrscheinlich sehr, sehr falsch entschieden. Sehr, sehr falsch. Wir hätten den Trog weghauen sollen. Wir hätten es tun sollen. Allerdings, wenn sie hier überlebt, hätten wir genug Mana für diese drei Sachen hier. Ba-da-bam-bam. Oh, shit. Ba-da-bam-bam. Guck mal, den hätten wir jetzt holen können. Nächste Runde mit der Combo, aber... Pff. Jetzt über sowas nachdenken macht keinen Sinn. So, dann würde ich sagen... Silence auf den... Nee, wir hauen ihn so weg. Silence auf den Trog. Double Minions live. Bambalicious. 18 Leben. War das schlau oder nicht so? Wenn sie jetzt stirbt. Power Death. Shadow Word Death, danke. Dann ist das ein Problem. Scheiße. Gibt Schlimmeres, Leute. Gibt Schlimmeres. Wir machen sowas. Spielen etwas safer. Ja, der hat auch taunt. Da müssen wir halt auch erstmal dran vorbei. Oh, yes. Dies ist gut.
Schwing. Zack. Nee. Ah, jetzt. Oh, ich wollte eigentlich Face gehen, ne? Ich wollte eigentlich Face gehen. Aber dann war da wieder diese Stimme, die gesagt hat, nein, spiel safer. Oh, dreckiges Schauerpengel. Geh weg mit deinem scheiß Light Warden. Grim Patron? What? Dein Ernst? Okay, wir kommen hier auf 8 plus 3 sind 11, 12, 13. Wollen wir das tun oder nicht? The Sunwell. Ah, shit. Okay. Die wird auch gewaffen, wenn ich heile. Das ist natürlich ein Problem. Aber kriegt er mein Board weg oder nicht? Wenn nicht, ist alles relativ gut. Oh, shit. Zorzi, den hat er mir geklaut. Der Nacken. Yes. Yes! Nice moves! Coolio! Ja, ja, gut, jetzt doch noch eins gewonnen. Jetzt könnte es wieder sein, dass die nächste Folge eine kurze Folge wird. Oder wir machen da die nächste Arena oder irgendwas denken wir uns da schon aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss!